Hey und schön, dass du dabei bist. In diesem Premiere Pro Tutorial erstellen wir einen Fotoschnappschuss mit einem Videoclip. Dafür habe ich mir schon mal einen Clip in eine neue Sequenz in Premiere reingezogen. Bei diesem Clip suche ich mir jetzt einen passenden Frame, den ich freezen möchte. Dann mache ich einen Rechtsklick auf meinen Videoclip und wähle einmal Standbildsegment hinzufügen. Hier hat sich der Frame dann als Standbild hinzugefügt. Diesen können wir natürlich auch verlängern und werden ihn einmal duplizieren. Dafür halte ich die Alt-Taste gedrückt und ziehe ihn mit der linken Maustaste darüber. Diesen oberen Clip können wir hier einmal ausblenden und uns um den unteren Clip kümmern. Hier wenden wir auch schon unseren ersten Effekt an. Dafür suche ich mir den Reiter Effekte und gebe hier einmal Gaußscher Weichzeichner in die Suchleiste ein. Diesen ziehe ich dann auf den unteren Clip und finden den Effekt dann in den Effekteinstellungen. Die Weichzeichnung setze ich hier auf den Wert 50 und ich setze hier den Haken für die Kantenpixel wiederholen. Danach suche ich mir den Effekt Schwarz und Weiß, ziehe ihn auf den unteren Clip, wähle dann in der oberen Leiste den Reiter Farbe einmal aus und hier finden wir die Vignette. Wir wollen hier den Vignetteneffekt etwas verstärken, dafür passe ich hier etwas die Werte an. Danach können wir wieder den Reiter Bearbeitung wechseln. Ich blende dann den oberen Clip einmal ein, wähle ihn aus, gehe in die Effekteinstellungen, setze die Skalierung auf den Wert 60 und die Drehung auf minus 7 Grad. Danach wechsle ich in mein Projektfenster und erstelle mir eine neue Farbfläche. Dafür klicke ich einmal auf Neues Objekt und Farbfläche. Dann auf OK und ich wähle hier die Farbe Weiß. Den oberen Clip ziehe ich hier noch eine Zeile nach oben, dass ich die Farbfläche dazwischen ziehen kann. Diese passe ich dann noch den Clips an. Ich möchte jetzt vom oberen Clip die Effekte auf die Farbfläche einfügen. Dafür wähle ich den oberen Clip einmal aus, drücke STRG und C, wähle dann die Farbfläche aus, mache einen Rechtsklick darauf und füge hier die Attribute ein. In den Effekteinstellungen setze ich die Skalierung auf den Wert 65, nehme dann den Haken für die gleichmäßige Skalierung einmal raus und setze die Skalierungsbreite auf 63. Jetzt haben wir hier einen weißen Rahmen um unser Bild erstellt. Als nächstes fügen wir den Kameraframe ein. Den könnt ihr in meiner Beschreibung ganz einfach downloaden, in Premiere laden und dann hier über alle Clips einmal ziehen, wieder anpassen. Jetzt kopieren wir wieder die Eigenschaften vom Videoclip, und zwar vom oberen mit STRG und C, machen dann einen Rechtsklick auf den Kameraframe und fügen hier wieder die Attribute ein. Danach wähle ich die oberen drei Ebenen einmal aus, mache einen Rechtsklick darauf und verschachtel diese zu einer Ebene. Diese verschachtelte Ebene animiere ich jetzt noch etwas, dafür wähle ich sie einmal aus, gehe dann an den Anfang des Videoclips, erstelle dann Keyframes einmal für die Skalierung und die Drehung und gehe dann an den Ende des Videoclips und setze die Skalierung auf 110 und die Drehung auf den Wert 4. Die hinteren Keyframes markiere ich dann einmal, mache einen Rechtsklick darauf und lasse sie langsam einschwenken. Die vorderen Keyframes markiere ich auch, mache einen Rechtsklick darauf und lasse sie langsam ausschwenken. Jetzt haben wir hier einen glatten Verlauf erzeugt. Das können wir uns gleich mal anschauen, aber davor erstellen wir hier noch einen Übergang zwischen dem Videoclip und dem Schnappschuss. Dafür gehe ich unter Effekte und gebe hier einmal Übergang zu Weiß ein. Das ist eine Blende, die ziehe ich dann dazwischen, wähle sie einmal aus und ziehe sie noch etwas zusammen. Und fertig sind wir mit dieser Schnappschussanimation.